eins der meistbegehrten, sag ich mal. Die Screw Attack. Ist sogar das Symbol hier, ne? Gibt so das, dieses typische Metroid-Symbol. Samus im Morphball und dann halt schön mit der Screw Attack. Das ist hier, wenn ich springe, dann habe ich so ein Schutzschild um mich herum, das ziemlich jeden Gegner zermatscht. Ist ein bisschen overpowered. Aber dann irgendwie auch nicht, aber naja. Jetzt sind wir eh schon so weit, kurz vorm Schluss des Spiels. Da kann man das ruhig schon mal einbringen. Screw Attack auf jeden Fall nötig und mega geil. So, jetzt können wir hier einfach alles tot springen. Und natürlich die schönen Blöcke zerstören, die wir die ganze Zeit schon gesehen haben. So, hier, die Gegner sind auch kein Hindernis mehr. Vorher konnten wir sie gar nicht töten, jetzt können wir sie einfach tot springen. Auch mal, na, auch mal was, ne? Ich hoffe, ich komme hier wieder runter. Ja, komme ich. Okay. Ach, jetzt werfen sie mich hier bei North heraus. Und das ist ja wieder perfekt vom Level-Design, denn hier ist noch eine grüne Tür, die wir vorher nicht öffnen konnten. Zack. Wunderbar, wie das wieder alles aufeinander passt, ne? Dabei wollte ich eigentlich schon wieder was ganz anderes machen, aber da kommen wir gleich schon noch zu. Jetzt schauen wir erstmal, was hier ist. Wenn wir schon mal da sind, ne? Kann man ja auch gleich mal gucken, was hier abgeht. Boah, was für eine Hüpferei hier. Und ich fliege trotzdem in die Lava. Na, haben wir es denn jetzt mal? Och, ist das schlimm. Ist das schlimm. Hier waren wir noch nicht anscheinend. Da unten geht's runter oder auch nicht. Sieht aus wie so ein Gesicht, ne, hier. Ja, ob das was zu bedeuten hat? Wohl kaum. Ah, da oben kann man durch. Wieso kann man denn da durch? Ach, das ist wahrscheinlich wieder so ein Raum, da kann man hinten irgendwo Anlauf nehmen und dann komplett durch den Raum springen oder so. Warum auch nicht? Was soll einen das bringen? War hier ein Item? Nö. Hier war kein Item. Okay, dann weiß ich es nicht. Es war einfach nur ein Verbindungsraum, um hierher zu gelangen. Und hier ist auch noch nicht mal was. Hier kann man durch. Ist auch anscheinend der einzige Weg. Dann geht es hier rund. Ach, okay, ja. Und hier haben sie noch einen Gang versteckt. Okay. Es geht noch weiter. Mal schauen, was hier unten ist. Oh. Oh. Wie komme ich denn da ran? Der ist ja ziemlich hoch, ne? Hm, wie machen wir das denn mal? Wie machen wir das denn mal? Mit Schummeln. Aber ich gehe noch drauf, wenn ich das nicht irgendwann hinkriege. Kann man das überhaupt schaffen oder kann man das nicht schaffen von der Entfernung her? Kann man gar nicht, ne? Ist zu hoch. Ja, ich lasse es. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, da jetzt schon ranzukommen. Das kann doch gar nicht sein. Hm. Ah, ah! Aha! Aber da oben kommt ich auch nicht an. Och Mann, das ist doch gemein. Warum lotsen sie mich denn hierher, wenn ich da nicht rankomme? Ach, ah, Moment, hier, diese Kackmücken. Ich bin ja wieder dämlich. Manchmal sind die doch zu was zu gebrauchen. Das ist doch nicht wahr. Taut die auch wieder auf? Ja, so nicht. Ja, komm dann. Hau ab. Hau ab, du Viech. Das ist zu hoch. Du warst zu hoch. Oh ja. Nein! Oh, das war knapp. Jetzt aber schnell einmal noch einfrieren. Ich schaff's nicht. Doch, ich schaff's. Oh, gerade noch so. Ja, und jetzt? Muss ich ja nochmal einfrieren, aber das geht ja nicht. Shit! Ja, da muss man wieder ziemlich geschickt das machen. Oh, ist das schwer. Was für ein Kalk. Was für ein Scheißraum. Echt. Das wird mich jetzt einige Versuche kosten, schätze ich mal. Okay, einmal rauf. Das hat geklappt. Und jetzt nochmal schießen. Komm schon, komm schon, komm schon! Ja, der war gut. Nein! Ah, oh, ein Millimeter später. Millimeter später. Der Meter Peter mit Muskelkneter mit dem Väterthermometer. Ja, Entschuldigung, war so ein neues Wort. Haben wir letztens erfunden. Werdet ihr wahrscheinlich noch öfters hören. Jetzt habe ich es hier das erste Mal gebracht, ne? Aber es wird wahrscheinlich sowieso später erst hochgeladen. Von daher passt das. Ja! Ja! Nein! Egal! Ach Mann, verdammt nochmal! Ey, jetzt drehe ich hier gleich durch! Och Mann! Warum haben wir denn die Screw Attack bekommen? Die Screw You, Screw Attack! Oh, das schaffe ich wieder nicht. Oh, geh sterben, du Kackviech! Meine Fresse, Mann! Ah! Zu früh! Komm, 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 komm!
Ich verstehe es nicht. Wie habe ich das denn gemacht die ganze Zeit? Ihr wollt mich doch verarschen. Das habe ich nicht im Ernst einmal hinbekommen. Das ist doch gar nicht schaffbar, Mann. Wo ist das denn schaffbar? Jetzt aber. Nicht zu früh, nicht zu früh, nicht zu spät. Nein! Ich gehe jetzt. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Das Spiel kann mich mal. Dieses Item werden wir nicht holen, was auch immer da versteckt ist. Es ist mir egal. Ich will nicht wissen, was da versteckt ist. Es ist mir völlig egal, wirklich. Ich gehe jetzt nach Hause. Ah, aber da geht's nicht lang. Ach, wo sind wir denn überhaupt hier? Wer hat denn das designt? Hilfe, wie komme ich hier weg? Wie komme ich hier denn nur raus? Ach, ich sehe schon, hier ist der Punkt, wo man Anlauf nehmen muss. Ja, dann machen wir das nochmal eben, damit man das auch einmal sieht, wie das geht. So, man nimmt hier Anlauf. Und dann stoppt man, springt nach links. Ja, von der Richtung her ist der Raum um einiges angenehmer. Es war also so gedacht, dass man vielleicht... Ja, doch, vielleicht war es so gedacht, dass man zurückgeht. Okay. Und ich war mal wieder zu voreilig, weil ich da durch wollte. Ich schwöre euch, das ist möglich, da durchzukommen. Ich bin mir 1000%ig sicher. Das haben die nicht umsonst so designt. Das sind schlaue Köpfe. Die haben das so designt, dass man da durchkommt. Aber ich bin einfach nicht fähig dazu. Und ich habe auch keine Nerven dazu. Und das, obwohl ich so geduldig bin. Aber irgendwann platzt mir auch der Geduldsfaden. So, jetzt gehen wir aber hier rechts lang. Denn ich möchte ganz gerne zu der grünen Tür. Ja, die erste... Ach ja, die können wir einfach totspringen. Ha, was für ein Akt, ne? Zu der ersten grünen Tür, die wir gesehen haben hier im Spiel, da möchte ich gerne nochmal hin. Da möchte ich mir doch glatt nochmal was abholen. Da gibt es bestimmt nämlich auch noch was. Und da unten kann man bestimmt auch runter. Aber das ist Lava, die tut aua. Ach, ist das schön mit dem Wavebeam und dem... hier von der, mit der School Attack. Kommen wir hier relativ schnell durch. Aber leider noch nicht überall. Wir müssen auch dann teilweise nochmal stoppen. Genau, hier war ja der eine Weg hinten. Und jetzt fülle ich mich erstmal auf. Ich habe so viel unnötige Energie verloren. Unfassbar. Also, heute ist nicht mein Tag, ne? Heute ist echt nicht mein Tag. Und ich merke gerade, wir haben Ends überzogen. Ends überzogen. Ja, fuck. Egal, ich mache jetzt einfach weiter. Scheiß drauf. Doppelpart und halb gecuttet. Passt. Passt schon. Ich will jetzt da oben zu der grünen Tür. Jetzt sag mir nicht, ich komme hier nicht... Ach doch, Moment, hier waren ja diese tollen Blöcke, ne? Ja, hier sind sie. Hier sind sie. Deswegen sind sie da, damit man wieder zurückkommt. Ich liebe das Level-Design. Ich liebe es einfach. So, und jetzt zeig mir, was hier hinten ist. Ich will's wissen. Komm. Geh auf, du Kacktür. Rein da. Okay, es heißt, das sieht mir doch nach Energiecontainer aus. Das sieht mir doch nach Energiecontainer aus. Ach, dass aber auch jetzt alles kaputt geht, ist doch scheiße, oder? Hier wären wir doch vorher besser durchgekommen. Mann, ey, es nervt mich aber auch langsam. Scootech ist echt scheiße manchmal. Oh, Moment, hier haben wir was übersehen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du denn? Da oben bist du. Ja, komm doch her. Komm doch her. Komm doch bitte her. Meine Güte. Meine Güte. Was ist denn das hier? Ach, ich habe irgendwas, habe ich heute gefressen. Ich weiß auch nicht. Ich bin immer noch sauer, dass der Kampf gegen Ridley so scheiße war. Hätte echt nicht sein müssen. Oh, das sieht fies aus. Da müssen wir uns erst hier oben positionieren, damit wir ein bisschen Zeit gewinnen und dann im richtigen Moment springen. Und so gelangen wir hier oben ran. Und sogar noch einen. Perfekt, jetzt haben wir sogar schon 10. Gut, ich denke mal, da bin ich einigermaßen gewappnet jetzt. Wir werden sicherlich noch einen finden oder zwei, aber selbst mit dieser Zahl bin ich schon zufrieden. Mehr wollte ich hier jetzt nicht erreichen. Es hört sich gerade so an, als wenn ich ein bisschen low energy wäre, aber das war gar nicht der Fall. Das hat mich auch sehr gewundert. Aber heute wundert mich eigentlich auch gar nichts mehr, muss ich ehrlich zugeben. Gut, gibt es jetzt hier noch eine Möglichkeit, schnell wieder zurückzukommen? Ja, eigentlich schon, ne? Machen wir das jetzt mal No-Cut-mäßig. Ich habe auch keine Lust, hier mir immer so viel Arbeit zu machen. Und es ist auch besser für euch, ne? Kann man das viel besser durchschauen. Das wird noch ein Akt, ey.
Wo geht's hier durch? Irgendwo geht's hier auch durch wieder. Hier nicht. Hier auch nicht. Dann hier. Ja, hier ist es. Und hier geht's nach links, ne? Ja. Okay. Ich überlege noch, ob ich nachher noch kurz einen Stopp mache, eventuell. Weil jetzt so 3 bis 4 Stunden Dauer kommentieren ist auch ein bisschen hart, ne? Da gehen irgendwann auch dann meine Nerven mit mir durch, glaube ich. Aber das sehen wir dann. Ich spiele jetzt erstmal, solange das hier funktioniert, solange das Spaß macht und solange wir auch alles hinkriegen, was wir hinkriegen wollen. Technische Probleme haben wir heute nicht, da gehe ich von aus. Und ja. Habe ich heute schon mal gecuttet? Nee, ne? Eigentlich nicht, aber wir müssten jetzt so bei 33 Minuten sein. Ungefähr. Oder bei 35. Das passt schon. Gut, dann gehen wir jetzt nach Brinstar und dann schauen wir mal, was sich so ergibt, ne? Aber wir müssen, hier müssen wir ja sowieso hin, also passt das. Oh, waren wir lange nicht mehr hier, wa? Gut, also als erstes unseren Kollegen können wir immer noch nicht abholen, weil das Spiel mich nicht mag. Dann würde ich sagen, genau, eine Sache, die noch getan werden muss, die wir noch nicht getan haben, ist ein ganz bestimmtes Item. Ich blende hier einfach mal so eine Art Flashback ein von vorher, damit ihr wisst, um was es sich handelt, weil ich jetzt keine Lust habe, da hinzulaufen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Nämlich dieses Ding da vorne. Oh wei, oh wei. Allein aus Gründen werde ich jetzt ankündigen, und ich hasse mich jetzt schon dafür, dass ich das gesagt habe, werden wir dieses Item in diesem Spiel bekommen und holen. Während ich das zocke. Allein um mich zu ärgern. Oh ja. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das schaffen soll, aber glaubt mir, das ist einfach crazy shit. So, da sind wir wieder. Ja, ihr habt gesehen, was wir jetzt noch erreichen müssen, und es wird die Qual. Also ich bin eigentlich wirklich dämlich, dass ich jetzt gerade, wo ich schon so leid geplagt und genervt bin, mich dieser Aufgabe widme. Aber was soll ich machen? Das muss noch getan werden, und ich habe keine Lust, das im Nachhinein noch zu machen, weil das wird dann nochmal ein größerer Akt. Deswegen machen wir das einfach jetzt. Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. Und die einzige Möglichkeit, daran zu kommen, ist eine unglaublich krasse. Also ich muss mal eben schauen. Hier, wenn man hier durchgeht, dann ist hier, glaube ich, hier unten ein Speedblock. Hier unten! Da fragt ihr euch natürlich, ja, okay, ist wahrscheinlich der Rückweg. Nein, das ist nicht der Rückweg. Das ist der Weg dahin. Also ich weiß, dass ich das früher gemacht habe, und da habe ich unglaublich versagt bei dem Versuch. Aber ja, geben wir mal unser Bestes, ne? Also erstmal brauchen wir hier Anlauf. Scheiße, wir brauchen ja erstmal Anlauf. Boah, das wird ja immer härter. Muss man hier nach rechts hin Anlauf nehmen? Das kann ja nicht sein. Doch. Ja, und dann muss man da irgendwie so durchspringen. Wie zur Hölle in 1000 Jahren soll das denn gehen? Das geht doch nie und nimmer. Oder von hier die Tür aufmachen und dann loslaufen? Nee, das reicht nicht. Das reicht doch gar nicht. Ach komm, erzähl mir nichts. Ey, wie haben wir denn das jetzt? Wie hab ich denn das mal gemacht? Jetzt aber okay. Komm. Komm, 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 komm. Nee, es reicht nicht. Aber ich kann ja nicht mittendrin anhalten. Das macht ja auch keinen Sinn. Verdammt nochmal. Ja, ich sehe schon, warum das so schwer ist. Ich sehe schon, warum das so schwer ist. Ja, okay. Das war gut. Toll. Und dann bleiben wir hier liegen, oder was? Weil jetzt ist nämlich der Härtepunkt. Man knallt hier gegen. Ja, man muss aber hier nochmal springen. Wie zur Hölle in 1000 Jahren? Wie soll man das machen? Kann mir das einer verraten, ob das irgendwie einfacher geht? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall den ersten Weg praktisch geöffnet, aber ist das nicht toll? Nochmal Speedblöcke, das ist so wunderbar, oder? Da freut man sich ja richtig weiterzumachen. Oh, ist das großartig. Da schafft man das einmal und dann war das eigentlich nichts, was man erreicht hat. Null und gar nichts. Ich will nicht cutten. Ich will wirklich nicht cutten. Ich will das jetzt schaffen. So schwer ist das nicht. Komm, wir müssen den Anlauf nehmen. Ja, aber wie geht das dann weiter? Man kann ja nicht nochmal stoppen, oder? Ja, warum halte ich denn an? Ich bin so dumm. Ja, weil ich denken muss. Aber vielleicht schafft man das auch nur, wenn man einfach mal nicht denkt. Komm, wir denken jetzt einfach mal nicht. Anhalten, nach links schießen, springen, links. What the fuck, Alter? Warum denn nach oben?
Die Tür war auch noch geschlossen, richtig schlecht. Ja, vielleicht bleibt man ja länger in dem Stadium und ich habe einfach wieder zu viel Schiss, das zu verscheißen. Links, 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 Ball, links, links, yes! Und nach unten, irgendwie wieder anhalten können. Nein, es geht nicht. Wie soll das gehen? Nee, man knallt da volle Kanne gegen, das kann nicht gehen. Es kann so nicht funktionieren. Oh, schlecht. Ah! Was mache ich? Warum bleibe ich stehen? Nein! Oh! Ich mache mir keine Freunde hier. Ich mache mir keine Freunde. Hält man an, wie. Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben zum Anhalten. Mann! Aber welche denn? Welche denn nur? Okay, ein noch. Komm, ein noch. Ein noch jetzt. Wie noch? Das reicht nicht. Das reicht nicht. Habe ich eine Lüge gelebt? Das ist ja voll einfach! Hä? Es ist doch nicht einfach. Töte mich! Ich will nicht mehr! Ich halt das nicht auf. Okay, nach links. Dann anrollen. Nach rechts. Oh, scheiße, ey. Man hat so wenig Zeit. Man hat so wenig Zeit, ey. Was soll ich machen? Zwischen den zwei Säulen. Ja, das ist perfekt. Dann nach links laufen und links gedrückt halten. Ja, jetzt bin ich schon wieder zu weit. Ja, aber wieso hört das auf? Hört das auf, weil ich nach rechts rolle? Oder hört das auf, weil es zu lange dauert? Oder warum hört das auf? Okay, zwei Möglichkeiten. Wir testen erstmal die erste. Nein! Du Scheißding! Ich... Das war doch, das war doch. Nein! Warum hört der Scheiß Boost auf, Mann? Du Kack-Tür! Ich hab's was geschafft, ich hab's doch fast. Keine Ahnung. Mir geht das sowieso gerade alles am Arsch vorbei, aber ich weiß auch gar nicht, wie oft ich das jetzt versucht habe. Jetzt warte mal. Nee, ohne Scheiß, das ist nicht übertrieben. Ich hab bestimmt. Ich sitze auf jeden Fall jetzt schon anderthalb Stunden dran. Sowas mache ich hier, ey. Warum tue ich mir das an? Weil ich es gesagt habe, deswegen. Fuck! Warum geht das nicht? Tschüss.